Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel SV Meppen gegen FC Erzgebirge Aue. Ich begrüße die beiden Cheftrainer, zu meiner Linken Pavel Dotschev, zu meiner Rechten Ernst Middendorf. Unser Gast hat immer das erste Wort. Ja, erstmal Glückwunsch an Meppen. Also das war eine sehr, sehr umkämpfte Partie heute. Ich denke schon, dass zwei Mannschaften haben heute aufeinander zugetroffen, die unbedingt auch gewinnen wollten. Die haben einen super Start erwischt. Wir haben schon gewusst, dass es nicht einfach heute für uns wird. Das ist momentan unsere Situation. Ja, das Spiel natürlich brutal schwer und heute hat sich auch das auch bestätigt. Wir haben trotzdem geschafft, früh in Führung zu gehen, wo man denkt, jetzt das gibt uns so ein bisschen Ruhe, Selbstvertrauen und dann vielleicht auch mit der Zeit auch zweites Tor machen und dann ein bisschen auch uns zu befreien und auch die nötigen Punkte zu nehmen, die wir brauchen. Und war aber so, dass wir mit der Zeit immer wieder verunsicherter wurden und natürlich die Mannschaft von Meppen dann hat den Druck ein bisschen erhöht. Es war auch schwer, jetzt auf diesen Platzverhältnissen auch richtig zu spielen, so Fußball so zu zelebrieren. Also das war mehr so umkämpfte Partie, wie gesagt, viele lange Bälle, viele zweite Bälle, viele Flanken von Halbfeld und es war immer hin und her, hin und her. Und und dann durch ein Eigentor mit der Ballacht und unserer Führung oder ein paar Minuten später hat uns wieder auch diese Verunsicherung noch beigetragen, dass wir noch mehr ängstlicher wurden und gleichzeitig die Mannschaft von Meppen aufgebaut. Und zweite Halbzeit war auch so, dass wir auch schon die ganze Zeit unter Druck waren und haben mal geschafft, was auch ich gedacht habe, dass auch möglich wäre mit unseren schnellen Leuten, dass wir mal einen Konter setzen. Ist genau das passiert, dann gehen wir wieder 2-1 in Führung, was uns auch gut getan hat zu diesem Zeitpunkt, wo wir so brutal unter Druck waren. Und bis zur 80. Minute führst du 2-1, dann denkt man, das mindestens ein Punkt ist ja auch drin und nicht nur das, man verliert auch das Spiel. Kurz vor Schluss, und wir haben heute 3 Tore bekommen, wo ich persönlich sage, dass wir schlecht verteidigt haben. Das ist jetzt unsere, glaube ich, Achillessehne. Wir haben jetzt diese Woche 3 Spiele gehabt. 9 Gegentor. Und wenn du so viel Gegentor bekommst, natürlich kannst du auch nicht Punkte nehmen oder gewinnen. Und heute hat sich das bestätigt, dass dieser Trend bei uns, wir müssen jetzt die Woche gut arbeiten, diese Sachen aufarbeiten, analysieren und auch die Fehler möglichst schnell auch abstellen. Und ich sag's nochmal, und kämpfte Partie sehr viel Kraft gekostet. Wir haben auch nicht diese Frische gehabt. Könnte man auch sehen, dass die Mannschaft so mit der Zeit immer wieder müde wurde und am Endeffekt verloren. Und das ist bitterlich. Es ist bitter, sage ich, und es ist ärgerlich für uns, dass wir so ein Spiel heute, wo bis zum Schluss mittendrin waren, auch aus der Hand gegeben haben. Aber so ist leider Fußball. Müssen wir das akzeptieren, wie das ist. Und nach vorne schauen, ausschütteln, weitermachen und wir werden es auch weitermachen. Am Meppen wünsche ich vom Herzen alles Gute. Dankeschön, Pavel Dotschev. Ernst, bitteschön, deine Einschätzung. Ja, ich denke, das war eigentlich eine Kontinuität aus dem Spiel gegen Köln, wo wir sicherlich eine sehr gute erste Halbzeit hingelegt haben, allerdings das Management des Spiels in der Schlussphase, in der kritischen Phase, in den letzten 5 oder 10 Minuten, in beiden Halbzeiten, was dann da dazu geführt hat, dass wir mit leeren Händen rausgegangen sind. Aber für mich war wichtig, da anzusetzen, das haben wir auch dann thematisiert während der Woche mit der entsprechenden Arbeit, letztendlich auch dann wirklich zu versuchen, das Tempo dann auch zu erhöhen. Wir haben nach wie vor gewisse Defizite, was man auch an den Verletzungen sieht. Jetzt heute wieder mit dem Bruno Soares, ein Spieler, der wahrscheinlich auch für das eine oder andere Wochenende ausfällt. Aber gut, wir müssen das kompensieren. Wir haben ein paar Spieler aktiviert. Marek Janssen, der reinkam, erste Halbzeit. Bibic, auch für lange Zeit überhaupt nicht trainiert. Aber alle Spieler, die uns helfen können. Dann auch mit Kone aus der Landesliga-Mannschaft, der Junior, der reinkam, nach hinten raus. Wir versuchen alles,
da Wettbewerb ansagen zu lassen während der Woche. Und jeder wird und muss einen Beitrag leisten. Wir haben nach wie vor noch Optionen, wo ich denke, durch Training kann man diese aktivieren in der nahen Zukunft. Und für uns, ja, im Moment ging es darum, den Abstand zum Nicht-Abstiegsplatz zu verkürzen. Ich habe die anderen Ergebnisse noch gar nicht vernommen, aber ich glaube, das sollte uns gelungen sein und jetzt wieder ganz konzentriert auf das nächste Spiel vorzubereiten. Großes Kompliment, das darf man auch mal einfach erwähnen, ist, glaube ich, gebührt dem Publikum her. Wenn ich so eine crappy Veranstaltung genießen durfte, einige Tage zuvor, 10 oder 11 Tage gegen SC Verdi und dann trotzdem fast in der gleichen Anzahl nochmal wiederkomme und die Mannschaft da inspiriere. Ich glaube, das gibt es auch nicht überall. Ist sicherlich auch eine Seltenheit. Also schönen Dank für die Unterstützung auch in dieser Richtung. Ja, vielen Dank. Den beiden Trainern gibt es jetzt direkt Fragen aus der Runde. Dann bitte ich um ein Handzeichen, bitte. Der Fall, dann kann ich mich nur bei allen bedanken und wünsche uns allen noch ein schönes Wochenende und Gästen eine gute Heimreise. Alles Gute. Danke.